Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbenfroh 60 Plus. Bevor ihr hier weiter zuhört oder was macht, bitte seid so gut und abonniert weiterhin meinen Kanal. Ich freue mich auf ganz viele neue Zuschauer, die ich bis jetzt schon bekommen habe. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch für meinen Kanal interessiert. Und wer jetzt reinschaut, lässt einfach ein Abo da. Kostet kein Geld, nichts, aber ihr seht eine lächelnde Farbenfroh 60 Plus. Ja. Was soll ich sagen? Ihr habt es gelesen, Frühlings-No-Make-Up-Make-Up. Wenn ihr wissen wollt, wie das entstanden ist, dann bleibt dran. Im ersten Teil zeige ich es euch. Es dauert ein bisschen länger, weil ich auch ein bisschen quatsche. Und im zweiten Teil habe ich mir Klamotten gekauft für den Frühling, für den Sommer. Und da stelle ich euch ein bisschen was vor. Ich war danach ganz schön außer Atem. Und zwar habe ich bei Temu Sachen bestellt. Ich habe bei Bonprix bestellt, ich habe das alles selber gekauft. Ich habe bei den Retourenprofis etwas erworben, eine super schöne Rika-Handtasche. Habe ich für 22 Euro bekommen, eine echte Lederhandtasche als Rucksack auch zu nehmen. Bei Deichmann habe ich gekauft und das stelle ich euch im zweiten Teil vor. Also, ihr seid dabei, es geht nahtlos über, gleich in den ersten Teil, da seht ihr mich noch ein bisschen nackig. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Also, bis dann und bis gleich. Ups, geht's weiter. Ja, da bin ich noch völlig nackig im Gesicht. Ich habe nur schon meine Hautpflege gemacht, sodass das einwirken kann. Habe also mal ein Feuchtigkeitsspray von Yipoda genommen und habe ein Glow Serum aufgetragen. Und ich habe extra heute nur die kleinen Lämpchen an, kein Licht, auch vorne kein Licht. Ich sitze direkt im Tageslicht. Und es ist heute bewölkt, aber relativ warm. Und daher bin ich auf die Idee gekommen, euch mal zu zeigen, ein sogenanntes No-Make-Up-Make-Up. Widersinnig, ne? Also, bei dem Wetter muss man natürlich mit Sonnenschutz ordentlich loslegen. Ich habe hier die 50 von Yipoda und von Eucerin nehme ich ein bisschen die Medium getönte Sonnenschutzcreme. Die verteile ich gut im Gesicht. Das ist im Grunde genommen No Make-up Make-up. Das heißt, man deckt so ein bisschen ab. Gleichzeitig ist guter Sonnenschutz angesagt, den muss man auch haben. Auch wenn die Sonne nicht scheint, gerade jetzt im März, wo die Sonne noch sehr, sehr tief steht, ist sie sehr intensiv. Also die Märzensonne ist eigentlich die intensivste. Und wenn ihr mal durch die Natur geht, dann kann man sagen, wenn man heute lang geht, ist noch nichts passiert, geht man zur selben Zeit morgen lang, sind ganz, ganz viele Knospen schon raus. Also daran sieht man, was die Sonne tatsächlich leistet. Ja, und daher sage ich immer Sonnenschutz auf die Haut. Und weil ich ja kein Make-up nehme, habe ich mich eben für Eucerin entschieden, die so ein bisschen getönt ist, dass man trotzdem aber Sonnenschutz drauf hat, um sich auch, wenn die Sonne mal rauskommt, ein wenig in die Sonne setzen zu können. Und da nehme ich mittlerweile tatsächlich auch fürs Gesicht Lichtschutzfaktor 50. Aber ich gehe nachher ganz schnell über in 30, wenn ich erstmal schön die Farbe habe. Ja, da streiten sich die Gemüter, aber es ist nun mal so. Ja, ich habe jetzt schon mal so eine No-Make-Up-Make-Up-Grundlage geschaffen. Und darauf bauen wir auf. Viele sagen mir immer, ach, ich weiß nicht, diese ganzen hellen Farben, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde gerade, wir Silber-Ladies, die können eine ganze Menge damit anfangen, weil gerade die zarten Töne lassen sich, wenn man nicht so viel Make-up aufträgt, lassen die sich richtig gut ja, einarbeiten, sodass man nicht so eine geschminkten Augen hat. Das sehe ich manchmal so entsetzlich. Ganz weißhäutige Frauen, die aber dunkelblau drauf haben oder grün. Wer weiß, wie doll die Fliegenbeine, sprich Wimpern, geschminkt
Und ansonsten sind sie Blassschnabel. Und ich finde das nicht schön. Ich finde gerade jetzt zum Frühjahr so ein bisschen die hellen Töne, vielleicht mit einem kleinen Highlight an Kette oder einer schönen Weste. Und ja, dann finde ich das gerade schön, wenn man mal so ein bisschen in die Elsa-Eiskönigin-Lidschattenfarben geht. Ich habe sie ja auch schon auf den Nägeln. Ich zeige euch nachher auch noch, was für Farben ich mir wieder bestellt habe. Ich liebe es im Moment. Ich halte ganz oft meine Hände in die Sonne. Die sind schon brauner als mein Gesicht, weil man damit ja nicht so intensiv in die Sonne geht. Aber ich setze mich immer hin, sodass die Hände schön Farbe haben. Und dann finde ich gerade, das ist doch so schmeichelnd, diese Farbe. Ist übrigens von Manifix, die Nagelfolie. Und falls es jemand interessiert, das ist Miracle. Also Miracle ist die Farbe. So, fangen wir einmal an. Und zwar logischerweise, was fehlt in meinem Gesicht? Ach so, vielleicht wolltet ihr wissen, was ich jetzt noch gemacht habe. Ich habe mir ein bisschen Licht und Schatten gemacht. Und zwar mit Under Eye Brightener Instant Awake von Catrice. Und da nehme ich natürlich auch die leicht Rosé-Farbe. Um so einen, ihr seht es ja, um so einen natürlichen Glow zu haben. Und daher immer so ein bisschen hier vorne auf die Nase und ein bisschen unter die Augen. Spiegelt ein wenig Licht und Schatten im Gesicht. Dadurch lebt das Gesicht ein bisschen besser. So, dann bleibe ich natürlich auch beim Grauton. Diesmal, weil ich kein Make-up trage, nehme ich so ein helles Grau und einen Pinsel. Und fange erstmal an, ob mir das helle Grau reicht. Wenn nicht, mache ich auf das helle noch ein bisschen dunkleres rauf. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Naja, kann man nur einen kleinen Touch dunkler machen. Weil ohne Augenbrauen fehlt dem Gesicht etwas. Das ist einfach so. Und deswegen ist das auch immer das Erste, was ich mache. Und das mache ich natürlich mit einem Puderprodukt, weil ich ja eben jetzt nur Creme drauf habe, dass mir das nicht verschmiert oder zu früh weggeht. Übrigens mache ich ganz zum Schluss einen Hauch Fixing Spray drüber. Da, weil viele sagen dann immer, ja, ich weiß nicht und das verläuft mir und ich muss da noch Puder drauf geben. Puder ist für Sonnenanbieter gar nicht gut, weil der Puder mit dem Creme sich nicht richtig verbindet, dadurch die Puderpartikelchen genau in diese kleinen Fältchen sich legt. Und wenn man das dann mal aus der Nähe betrachtet, sieht man so ein bisschen aus wie ein melierter Hering. Ja, also insofern, das würde für mich nicht passen. Also ich mache mir keinen Puder drauf, sondern ich nehme zum Schluss einfach ein Fixing Spray und zwar bevor ich die Mascara auftrage. Und dann habe ich einen super schönen Halt, einen super schönen Glow und kann mich natürlich sehen lassen. Ich gucke immer auch hier in den Spiegel. Dann kann man so ein bisschen, dass man das gar nicht so sieht, dass ich gar keine Augenbrauen habe. Aber ihr seht, damit lebt natürlich gleich so ein Gesicht besser. Jo, dann fehlt natürlich Rouge. Das weiß ich. Da nehme ich auch keinen Puder, sondern ich nehme einen Stift, der dazu passt. Hier, na, und da ist das natürlich auch sehr gut. Ich habe jetzt von Riva Loves Me den Blush Stick mit der Farbe 02 Magnolie. Übrigens unsere Magnolie vorm Haus. Die blüht richtig schön. So. Punktuell nicht zu viel, aber bitte immer auch bis rumgehen, weil alles andere sieht so, und dann kann ich natürlich mit dem Pinsel arbeiten.
Ich habe hier einen, der gut passt und ich klopfe das dann so ein bisschen ein, dass das mir nicht zu schnell weggeht. Und wie gesagt, mit so einem Primer drüber, ist ja ein Fixing Spray, ist ja kein Primer, sondern mit so einem Fixing Spray. Wortfindungsstörung. Ja, mit 70 darf man das schon mal haben, ne? So sieht's aus. So, das ist natürlich klar, dass das immer eine Symbiose gibt, ne? Das formt das Gesicht. Und wer also nur hier Rouge aufträgt und das nicht rumführt, bei dem sieht das aus wie früher auf der Rotbäckchenflasche. Ich weiß nicht, wer von euch als Kind Rotbäckchen getrunken hat. Ich weiß auch nicht, ob es das in der ehemaligen DDR überhaupt gab, aber da gab es sicherlich auch sowas für Kinder, die sehr blass und sehr verhungert waren. Ja, könnt ihr euch bei mir gar nicht vorstellen. Aber ich war ein zu dünnes Kind, ich habe ganz schlecht gegessen. Ein Cousin von mir hat immer gesagt, du altes Spackesgelalle. Könnt ihr euch mal vorstellen, ja? Damals sprach man nicht von Magersucht, aber ich wurde oft untersucht und dann habe ich Sanostol bekommen und Rotbäckchen und dann musste ich Kirschsaft trinken und dann gab es früher, und ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ich weiß es nicht, es gab so einen Kinderwein, den sollte man so viel vorm Essen, der regte den Appetit an. Ich habe aber vergessen, wie der heißt. Ich würde jetzt sagen, der hieß Pepsi-Wein, aber weiß ich nicht. Der war speziell für Kinder zum Appetit anregen. Trinken nicht vergessen, jetzt sowieso auch ganz besonders. So, ich nehme mir mal die 5-in-1-Box. Und zwar ist es Diamond Lavender Look Eyeshadow Palette. Und da zeige ich euch jetzt, wie wunderschön man aussehen kann mit genau diesen Farben. Ich fange an und zwar mit dem hellsten Ton, ja, und gleich mit so einem Verblender, weil ich gehe über alles mit diesem hellen Ton und natürlich führe es hier rauf. Jetzt ist es so, wenn ihr so wenig Make-up, no Make-up macht, dann bitte ich euch, denkt dran, dass dann Cat Eyes nicht gut aussehen oder sehr dunkel oder ein Lidstrich auch. Bitte dann in der Farbe, in den hellen Farben wählen und damit dann machen. Weil, wie gesagt, es soll ja ein zartes, schönes Aussehen sein. Ja. Und ihr seht, das ist so eine Grundlage jetzt, die ich drauf habe, gar nicht viel. Aber ganz natürlich. Jetzt gehe ich in das Dunklere und fange an, von hinten mich ein wenig auf dem beweglichen Lid nach vorne zu arbeiten, dass da so ein bisschen andere Farbe entsteht. Das mache ich bei dem anderen auch. Und ich finde, das ist völlig wurscht, ob man grüne, braune, blaue Augen hat. Oder so wie Rudolf, ein blaues und braunes Auge. Es gibt ja auch Menschen, die sowas haben. Das passt wirklich gut. Man muss nur überlegen, dass man halt nicht zu viel macht. Vorne nehme ich dann einen gebundenen Pinsel und nehme hier dieses Hell und gehe von vorne an, dann über diesen Fliederton noch drüber. Und damit ist dann die kleine Eisprinzessin entstanden. Und ich finde, das sieht sehr, sehr schön zart aus. Wie gesagt, insbesondere mal für die Silberfüchse unter euch. Und traut euch ruhig. Silber ist das neue Blond. Ich sehe so viele Frauen in meinem Alter, gerade letztens auf einem Spaziergang hat mein Held gesagt, bin ich froh, dass du den Absprung geschafft hast.
Da war eine so gelbblond, das trug man, glaube ich, in den 70er Jahren. Also, Strähnchen finde ich gut, die dürfen aber auch nicht gelblich sein. Also, die sollten auch so sein, gerade wenn man sich Strähnchen macht, finde ich auch ganz schlimm, wenn Friseure es noch so machen, und ich denke manchmal, es können eigentlich keine Friseure machen, wenn die noch blonde Strähnen reinmachen. Also dann bitte platinblond oder aber eben dann auch silbrig. Das geht durchaus, und das würde ich auch, ich als Friseurin würde das jeder Kundin empfehlen, weil diese Gilbensträhnen, die machen einfach so ein blasses Gesicht noch blasser, die machen krank. Das sieht krank aus, und insofern denke ich immer so ein Platinblond eben in die helle Richtung oder aber dann ruhig Silber. Viele sagen immer, ich traue mich nicht. Ich kann nur eins sagen, seitdem ich meine Haare so silber habe oder so grau, kann man ja sagen, wie man will, durchweg, durchgehend, kann ich alles schminken, was es gibt. Das ist wirklich so. Ich kann einen knalligen Lippenstift tragen, also zu so einer gelbblonden Frau ein roter Lippenstift. Und rote Fingernägel sind für mich, das sieht einfach nicht gut aus, sage ich. Aber gut, jeder wie er das gerne möchte. So, schaut mal, schön dezent. Ganz, ganz wenig nur. Natürlich mache ich auch nichts hier oben. Da soll ja auch Sonne ran, ne? Aber ich nehme mir natürlich einen Glimmerstick in der Farbe Imperial Plum. Und gehe, das ist meine Marotte, das muss man nicht machen. Viele, die unten schön Wimpern haben. Nimm mir dann einen Applikator. Es gibt übrigens von allen Firmen Applikatoren, die auch so ein bisschen lang sind. Und das stimmt, mit dem Applikator kann man das schön ein bisschen vermuscheln, dass es nicht so ein Strich ist, aber dass es so ein bisschen dunkler ist. Ich finde das richtig schön und ich stehe darauf. Das ist also, wie gesagt, jeder hat ja so seine eigene Macke. Ziehe die Linie. Für mich muss das unten immer dunkel sein. Und das ist natürlich ein Trick, wer unten wenig Wimpern hat. Also ich habe nicht wenig Wimpern, aber wer sich unten die Wimpern nicht maskatieren will, mit Mascara vollkleistern will, weil er sagt, ach, das tupft immer ab und als Schwitze darunter, für den ist dieser dunkle Strich eigentlich perfekt, weil er bräuchte da gar nicht die Wimpern zu tuschen. Jetzt komme ich auf den Namen. Sagt euch, ich habe heute Wortfindungsstörung. Sondern das würde dann ausreichen. Ne? Jetzt fehlt natürlich der Mascara. Ich habe euch ja gesagt, ich kann definitiv sagen, jetzt habe ich ein N zu viel gesprochen. Es ist heute mal eine lustige Sendung. Die Essence Mascara, die ich bis jetzt gekauft habe, die sind meine absoluten Lieblinge. Und wenn man da mal ein bisschen variiert und möchte mal davon etwas nehmen oder davon was nehmen, dann kann man das durchaus machen, weil die haben ganz viele verschiedene, sind richtig gut, stehen keinem Markenartikel hinter und kosten weniger als die Hälfte von den Markensachen. Also, ob ich nun einen Mascara für 14,50 oder aber einen Mascara für 30 Euro oder für 40 Euro, und damit wisst ihr schon, was das alles für Firmen sind, ich sag immer, haut die weg und kauft euch die, weil die halten auch länger. Es wird ja immer gesagt, dass die großen, namenhaften Firmen sehr viel weniger Produkt verwenden, weil da wird ja auch immer nachgehakt und nachgefragt, nicht länger als ein Vierteljahr nehmen, alleine wegen der Hygiene und. Aber ich sag mal,
Ich gebe den ja nicht weiter an die, an die, an die, an die, an die, sondern ich benutze es selber. Und natürlich weiß ich genau, wenn es leer ist. Und wenn es leer ist, tut mich der Preis oder tut mir der Preis einfach nicht weh. Ja, und dessen, wenn ich schon nach einem Vierteljahr kein Produkt mehr hier drin habe, dann tut mir das schon ganz schön weh, wenn ich alle Vierteljahre mir durchrechne, viermal im Jahr, 14,50. Das Kalkuli, wie ich sie habe, kann ich gar nicht so schnell ausrechnen. Oder viermal im Jahr 40 Euro. Also da weiß ich schon, dass ich damit Besseres anfangen kann. Gerade wenn man sagt, man quatscht und das abtippt. Gerade wenn man sagt, ich muss mein Geld auch ein, zwei oder dreimal umdrehen. Ne? So, schaut an. Das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Anfang für ein No-Make-up-Make-up. Was jetzt noch fehlt, ist Lippenstift. Und da ich es auf YouTube noch nicht gesagt habe, ich habe einen Trick herausgefunden und den gebe ich jetzt hier preis, auch auf YouTube. Meine Instagram-Follower wissen es schon lange oder länger und die haben es tatsächlich auch ausprobiert. Ihr habt sicher alle solche Farben, also es ist jetzt egal welche Palette, solche Farben, so rot oder irgendwas oder braun. Oder was weiß ich auch immer an Lidschattenpaletten. Ich appelliere an alle Kosmetikfirmen dieser Welt, warum habt ihr noch nicht Puderliner für die anspruchsvollen Jahre entwickelt? Weil ich habe mich immer geärgert, dass der Lipliner auch sich in die Fältchen legt, dass der mitunter verschmiert, wenn er noch so wasserfest ist. Und ich habe ein YouTube-Video gesehen von einer YouTuberin. Ich weiß nicht mehr wer oder was. Ich war so fasziniert und habe das ausprobiert. Und zwar zieht euch mal den Lip Liner, zieht euch den mal mit Lidschatten. Das hält Bombe. Das hält sehr, sehr lange. Und ist, ach, jetzt habe ich gerade, jetzt stelle ich gerade fest, super beim Quatschen. Ich habe das Fixing-Spray vergessen. Jetzt muss ich sowieso warten, bis der Mascara trocken genug ist. Also habe ich schon mal vergessen. Ja gut, wenn man sich immer mit euch unterhält. Ist aber nicht so schlimm. Zieht euch den. Ich habe so einen ganz dünnen Pinsel. Man kann auch, wenn man ein bisschen geschickt ist, mit so einem abgeschrägten. Er muss nur ziemlich fest gebunden sein. Ich habe jetzt für mich das entdeckt und dann suche ich mir eine Farbe, die passt und ich nehme ruhig ein bisschen, also ihr könnt das mit hell probieren. Ich probiere jetzt erst einmal die Farbe. Also ihr seht nur die Spitze und dann fange ich hier unten an. Also erstens zieht man die Linie wesentlich besser als mit einem Lip Liner. Muss dabei immer das Schnäuzchen halten. Das ist wirklich so, es sieht wesentlich besser aus. Man kann sich hier unten so ein bisschen mit dem Finger abstützen. Und dann ziehe ich mir das. Ein, zweimal nach. Und genauso arbeite ich oben. Mache ich erst so ein bisschen den Bogen. Man muss ein, zweimal rübergehen, je nach Farbe. Also ich würde das längst versucht haben zu entwickeln.
Weil es sieht so toll aus. Das kriegt man mit dem Liner gar nicht so hin. Also ich jedenfalls nicht, vielleicht ihr ja doch. Und da ich alles mit euch teile, möchte ich auch das mit euch teilen. Kann man sogar so ein bisschen schummeln und kann einfach so ein bisschen drüber gehen. Und man hat eine ganz tolle Lippenlinie. Also probiert das mal aus. Und dann passen natürlich auch zu einem No-Make-up-Make-up, passt natürlich heute auch nur ein Gloss. Und auch der hält sehr viel länger. Es schadet den Lippen null. Also gar nicht. Das ist ja nur die äußere Linie, wer mir jetzt schreibt, ja, aber das trocknet doch aus. Es gibt ja auch die matten Lippenstifte, die trocknen auch aus. Also man muss die Lippen immer abends und morgens vorweg natürlich pflegen. So, ich habe jetzt hier von Essence Extreme Shine und zwar Sparkling Purple, die Nummer 10. Weil zum No-Make-up ist das, finde ich, genau passend. So. Es sieht richtig gut aus. Jetzt machen wir hier zu. Und jetzt wird noch ein bisschen Schmuck angelegt. Und jetzt sollte mir mal jemand sagen, man kann so ein bisschen aufpimpen, ne? Sieht richtig gut aus, wenn wir nun schon dabei sind. Man kann das so ein bisschen pimpen. Man kann aber auch sagen, okay, ich will nicht so sehr groß auffallen. Ich mache die rein. Mir gefallen die aber richtig gut. Und damit finde ich, ist man salonfähig, kann sich in die Sonne setzen, hat so ein bisschen Beiwerk, indem man eben so ein bisschen peppig ist. Habe jetzt, glaube ich, ach doch, meine Brille habe ich da. So, man kann aber auch sich hier eine Kette ummachen, aber das ist für mich ein No-Make-up-Make-up. Ja, entscheidet selber. Ich finde es richtig gut. Und wie gesagt, dieser Trick, guckt einfach mal durch. Ihr habt so viele tolle Lidschattenfarben, die ihr vielleicht gerade da nicht drauf habt. Probiert das mal aus. Es ist wirklich, wirklich, wirklich Bombe. Ich werde jetzt noch ein bisschen Fixing-Spray raufgeben und dann habe ich mein wunderschönes Elsa-Make-up gut aufeinander abgestimmt. Fertig, trage heute so ein Strickkleid, bin angezogen, ziehe dann immer nur eine Weste drüber, wenn ich rausgehe, weil es warm genug ist, ist genau für den Übergang gut und fühle mich wohl. So, ihr könnt dann selber entscheiden, wie oder was. Und in diesem Sinne werde ich jetzt nur noch schnell zeigen. Ich habe nämlich eine neue Lieferung bekommen. Die ist gestern angekommen, meine Magnifix-Nagelfolien. Ich bin letztens gerade gefragt worden, warum ich denn überhaupt gewechselt habe und warum ich jetzt die Folien so anpreise. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen will, ich will was verkaufen. Das muss ja jeder selber entscheiden und jeder selber wissen. Das geht gar nicht darum, dass ich jetzt was Neues habe, sondern ich habe etwas Besseres entdeckt, etwas Besseres für meine Nägel, als ich es vorher hatte. Es geht erheblich schneller, wenn man das beherrscht. Es ist erheblich schonender als den Gellack, den ich vorher hatte, auch wenn ich jetzt kurz unter die Lampe gehe, aber man geht nur einmal 60 Sekunden runter, danach ist man fertig. Man kann schneller mal einen auswechseln. Und ich finde, wenn ein Mensch etwas Besseres entdeckt hat, dann kann er davon natürlich auch schwärmen. Wer für sich das Beste entdeckt hat, bitte bleibt dabei. Also ich bin kein Verkaufssender. Ich habe halt nur mal etwas getestet, was ich zugesprochen bekommen habe,
wo es mir jemand empfohlen hat, gesagt hat, dass ich hier schleicht mein Held, hab dann gesehen, der hat mir einen Zettel hingelegen. Ja, ich bin bei Julia, was ausdrucken, ist ja süß. Aber ihr habt ihn noch gehen sehen, ne? Ja, und dann kann man natürlich sagen, ich bin jetzt davon begeistert und dabei bleibe ich, weil es sehr viel schonender für meine Nägel ist. Meine eigenen Nägel wachsen. Ich kann zwischendurch auch mal einen normalen Nagellack tragen für 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Ansonsten bin ich super gut zufrieden. Die Nägel sind kurz, so wie ich sie haben will. Und nur aus dem Grunde bin ich bei Manifix geblieben. So, ich habe mir zweimal nochmal nachbestellt. Adoprable. Die habe ich mir zweimal nachbestellt. Die hatte ich, die sehen richtig gut aus. Ich liebe ja so die hellen Farben auch. Und dann habe ich die Scarlet. Ich will mal ausprobieren. Ich habe bis jetzt tatsächlich immer Kummer mit den dunklen Farben gehabt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Habe ich mich auch schon erkundigt. Bei Manifix hat man mir auch sofort geantwortet. Hat gesagt, ja, bei einigen Rottönen, da sind sie am Rumdeichseln, dass da so ein paar Schwierigkeiten sind. Ich habe dafür auch Ersatz bekommen. Das ist also auch was ganz, ganz Tolles. Und ich liebe aber jetzt gerade, wenn meine Hände so langsam braun werden, ich liebe die hellen Farben. Und da sieht man auch nicht so schnell, wenn wirklich mal so an der Spitze schon was ab ist, dann kann ich das nochmal nachfeilen. Und das ist natürlich super schön. Ja, also die drei sind gestern angekommen, habe ich euch jetzt vorgestellt. Und wer das mal ausprobieren will, kann das gerne machen. Aber auf jeden Fall nehmt den Tipp wahr mit dem Lip Liner. Ja, und ansonsten husche ich jetzt drüber in den zweiten Teil. Also ich verabschiede mich noch nicht so richtig, freue mich auf eure Kommentare zum Make-up. Ich husche jetzt gleich rüber zum zweiten Teil, nämlich ein bisschen Frühjahrsmode. Nicht allzu viel erstmal. Sommermode kommt noch hinterher. Viel Spaß noch weiter beim Schauen. Ich sage wie immer jetzt erstmal Tschüssi und wir sehen uns im zweiten Teil. Mode ist angesagt, meine Mode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbenfroh 60+. Ja, heute machen wir mal in Mode. Ja, ich werde das über die ganze Woche irgendwie ein bisschen in die Reihe bekommen, dass ihr heute am Sonntag ein wunderschönes Modevideo euch anguckt. Meine Frühjahrskollektion. Ich nenne sie Frühjahrskollektion, weil wir haben ja noch ein bisschen Winter, ne? Aber ich habe mir schon alles bestellt und dementsprechend werde ich so ein bisschen anfangen mit den Sachen, die man jetzt noch trägt. Und zum Schluss natürlich auch euch zeigen, was ich so alles bestellt habe. Meine Klamotten sind im Großen und Ganzen von Bonprix, vom Otto Versand, von Deichmann, von Retouren, den Retourenprofis, von Temu. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nö, so, das ist eigentlich alles, was ich mir so bestellt habe. Im Einzelnen stelle ich es dann immer vor, wenn ich es euch zeige. Lasst euch also überraschen mit der ersten Kombination. Es ist noch ziemlich kalt draußen, aber auch da kann man schon so ein bisschen Frühlingshaftes mit reinlegen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, meine erste Frühjahrskombination. Ich komme jetzt gerade von draußen und habe natürlich ein bisschen was an, aber schon frühlingshaft. Meine Handtasche ist von Hilfiger. Jetzt ziehe ich mich natürlich aus. Meine Jacke ist von Otto. Die ist so ein bisschen abgesteppt, finde ich immer sehr schön. Und man kann so hier sportlich gesehen sich die Handgelenke wärmen, da ist extra so ein Löchlein drin. Das reicht aber, weil es nicht mehr ganz so kalt ist. So, ja, Tuch ist von H&M, muss ich so sagen. T-Shirt ist von Bonprix, Hose ist von Bonprix. So eine ganz leichte, aber trotzdem noch wollige.
Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Schuhe sind meine Lieblingsschuhe, nämlich Skechers. Damit kann ich am besten laufen. Ja, das ist so die erste Kombination. Alles in Blau, sportlich und trotzdem ein bisschen Frühling. So, ich gehe mal. Wenn wir dann schon beim Thema Blau sind, eine meiner Lieblingsfarben, das ist zum Beispiel eine Kombination, die ich jetzt auch sehr gerne noch im Frühjahr trage. Einfach ein Strickkleid und dazu die Weste drüber. Reicht völlig aus. Und vor allen Dingen mit Westen kann man natürlich unwahrscheinlich kombinieren. Immer auch passend zu Schuhen. Das ist ein bisschen frühlingshafter. Und wer mir erzählt, man kann mit Kompressionsstrümpfen nicht laufen, weil das peinlich ist. Ich habe Kompressionsstrümpfe drunter in vielen Farben und auch die Farbe sieht gut aus. Und wenn es warm wird, dann mache ich das ab und pimpe mein Kleid natürlich immer mit einer Kette von Temu auf. Das sind so die Ketten, die ich liebe, die gerade bei Rollkragenpullover schick aussehen. Immer toll. Und mit den Westen kombiniere ich immer den Frühling, den sogenannten. Und man kann ganz schnell die Weste mal ausziehen und kann sich auch mit dem Popo auf die schöne Bank sitzen in der Sonne. Also ich finde es super schön, reicht für den Frühling aus. Und Kleid ist natürlich von Bonpring, Strickkleid. Schuhe sind wieder Skechers von Deichmann und Kette von Temu. So, das war die blaue Variante. Wir sehen uns später wieder. Tschüss! Ja, jetzt wird es schon etwas frühlingshafter. Ne? Die Tasche kann man super gut umfunktionieren als Rucksack. Die ist von Rika. Retourenware von Kleinvieh macht auch Geld. Kann man also dann auch so tragen. Gerade für den Frühling richtig schön zum Shoppen. Ne? Dann habe ich das erste Teil von Temu an. Bunt, richtig schön. Ich finde die Farben total schön. Und wenn es noch ein bisschen kühl ist, kann man die Hände verstecken, was richtig gut aussieht. Und kann mal schnell noch das Mützchen aufsetzen. Aber ansonsten schön leichtes Material. Und dazu passend habe ich Ohrringe von Temu. Die sind auch schön. 1,89 halten so lange, wie sie halten. Passen richtig farblich dazu. Die Hose ist vom Otto Versand. Jeans, Hand, ne? Und natürlich wieder in irgendeiner Farbe von Deichmann die Skechers. Frühling kann kommen, ne? Also, bis gleich. Ja, wenn es dann noch frühlingshafter wird, kann ich euch nur sagen, habe ich mir dieses raffinierte Oberteil geholt. Auch von Temu. Ich finde das schön, weil es hier unten auch noch so ein bisschen angeschnittene Ärmelchen hat. Hier oben alles frei. So ein bisschen länger, also auch gut zur Jeans tragbar. Und von Temu ist auch die Tasche. Ich wollte alles miteinander abgestimmt haben. Einfach umzubinden, da passt einfach was rein. Passt immer dazu. Sieht richtig frech und keckig aus. Man kann dieses Teil auch zur kurzen Hose tragen, auch zur Leggings. Ich finde, das macht eine richtig gute Figur. Was sagt ihr? Und wenn es jetzt weitergeht, zeige ich euch noch ganz kurz. Mach mal Pause. Pause wollte ich nur machen, dass ich euch zeige. Ich habe einen Sack voll Basic T-Shirts von Otto Versand. Vom Bonprix bestellt. Ja, ich finde die zum Überziehen sind die richtig gut. Ich mag sie etwas länger, deswegen habe ich sie mir dann nochmal größer geholt. Und in allen nur erdenklichen Farben gibt es immer im Fünferpack. Gab es wirklich günstig im Angebot zur Jeans, zur kurzen Hose, einfach mal über ein Bikini. Das ist richtig ideal und immer dazu passend.
natürlich sämtliche Handtaschen, die ich habe, die habe ich ja im Apparat, kann man auch mal eben schnell einkaufen gehen. Basics sind so wichtig. So, tschüss! Jetzt bin ich mal mutig, jetzt zeige ich euch meine Kleiderauswahl. Ich habe heute keine Kompressionsstrümpfe an, weil das ist schon so ein bisschen Frühling und schon fast zum Sommer, aber noch mit langen Ärmeln. Und ich bin mutig. Ich habe einfach mal gedacht, Pink, warum nicht jetzt und wann sonst? Ja, ganz leichtes Baumwollkleid ist übrigens von Bonprix. Fand ich total schön. Auch die Länge finde ich schön. Man könnte auch Leggings noch drunter tragen. Also das ist doch bestimmt ein schönes, ja, Frühlings-Sommerkleid. Mach mal Pause, ich zeige euch die anderen. Jetzt. Ja, ihr Lieben, Temu kann ich nur sagen. Das ist ein Blusenkleid, durchaus für Leute mit schönen Beinen oder Kompressionsstrümpfen auch im Grunde genommen als Kleid zu tragen. Ganz leicht, richtig schön. Das ist also richtig was Schönes und man kann, hier oben ist noch ein Knopf, man kann diesen Ärmel dann auch hier hochschuppen. Ich habe bloß noch nicht das Gegenstück gefunden. Ja, man richte bitte auch Augenmerk auf die Leggings. Raffiniert mit Spitze an der Seite. Finde ich richtig gut. Zeig noch mal Bein. Dazu ein schöner Ballerina oder einfach nur ein Zehenspreizer. Und ich finde, man ist angezogen. Also beides von Temu. Geht aber gleich weiter. Et voilà. Nochmal Temu. Leggings ist geblieben. Und dann aber ganz was Leichtes. So ein ganz leichtes Kleid. Ich finde, das ist so, sieht so figurbetont aus. Also man kann bei Temu echt mittlerweile bestellen, weil nämlich die deutschen Größen dran stehen. Und es riecht und stinkt auch nicht mehr. Temu ist gesellschaftsfähig. Ich finde es gut, weil das nämlich auch kaum knautscht, schnell durchgewaschen ist, schnell trocken ist. Ich finde das richtig schön. Man könnte es auch so als Kleidchen tragen. Und ich habe jetzt die Größe L gewählt und passt, finde ich. Jo, zeig euch gleich noch eins. Ihr wisst ja, dass ich immer auch darauf achte, etwas zu kombinieren. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kleid von Bonprix, aber mit den Leggings von Temu. Und auch das ist schön leicht. Ich hatte es eine Nummer größer bestellt, aber da sieht es aus wie ein Sack. Ja, so weiß man eben. Um den Busen kommt man nicht drum rum, ist aber schön leicht. Da ist so Gummizug drin, sodass man auch die Ärmelchen hier so nach oben schuppen kann. Und für den Sommer, ich finde es gut. Und gegen meinen Busen kann man nichts tun und will ich auch nicht. Und wie gesagt, toll kombiniert, oder? Passt. Jetzt habe ich noch ein Kleid habe ich jetzt noch von Temu. Das ist so ein bisschen ein Strandkleid. Das zeige ich euch noch. Und dann wisst ihr ungefähr erstmal meine Frühjahrsmode. Sommer kommt später. Bis gleich. Jetzt. So, last. Aber für dieses Jahr noch nicht das letzte. Das ist so ein Strandkleid. Ich finde es toll. Das ist auch so ganz leichter Stoff. Hier schön mit dieser Knopfreihe. Temu, ja. Auch ausgesucht. Ich habe die Leggings jetzt mal drunter behalten, weil ich finde, das sieht auch gar nicht so schlecht aus gegen Abend. Dazu einen schönen Schuh oder einen Zehenspreizer. Das finde ich schön. Da sind zwei schöne Taschen drin. Hier oben der Ausschnitt. Man kann es ein bisschen aufpimpen mit Schmuck. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich finde, das sitzt richtig gut und ist leichter, schöner Stoff. Vor allen Dingen für unterwegs im Wohnmobil einmal durchgewaschen, hingehängt, getrocknet, angezogen, fertig. Ja, was sommerlich sonst noch so ist, fasse ich in einem zweiten Video zusammen. In diesem sage ich, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es ist immer ein bisschen schwierig, anziehen, ausziehen. Ich habe jetzt auch den Schmuck nicht gewechselt. Ihr werdet alles im Laufe des Jahres an mir sehen und da variiere ich dann auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Kommentare gebt und sagt, ob das salonfähig ist
Wenn es für euch nicht ist, habt ihr Pech gehabt, für mich ja. Und ich achte immer ein bisschen drauf, auch alles ein bisschen zu variieren. Und ja, ihr werdet es sehen. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Farbenfroh 60+. Ciao, ciao.